In den letzten Jahren hat sich in Graz sehr viel, auch in puncto Eisflächen, getan. Wir haben im Oktober 2020 eine zweite Eishalle eröffnen dürfen, die sogenannte Eishalle B, und haben damit unsere Eiskapazitäten massiv erhöht. Von Anfang an war uns beim Bau der Eishalle B als auch bei der Renovierung der Eishalle A 2016 selbstverständlich wichtig, auf ökologische und energieeffiziente Themen Rücksicht zu nehmen. Die Wärmepumpe im quasi Tiefgeschoss der Eishalle A bringt eine Leistung von rund 700 kW. Und das Spannende und Ökologische an der Wärmepumpe ist, dass wir darauf Wert gelegt haben, man muss sich das so vorstellen, bei der Kunsteisproduktion, beim Kühlen, beim ganzen Kühlprozess entsteht Warmwasser. Und das Warmwasser hat eine Temperatur von ungefähr 40 Grad. Und der Prozess schaut jetzt so aus: dieses Warmwasser mit 40 Grad kann nicht ins Kanalsystem eingeschleust werden. Daher wird das Warmwasser noch ein bisschen mehr erwärmt und wird dann für die Warmwassererzeugung im Stadion verwendet, für die Heizung im Stadion verwendet, und überschüssige Energie wird in das Fernwärmenetz von Graz eingespeist. Im Grunde gehört eine LED-Beleuchtung zu einer modernen Sporthalle, zu einer modernen Eissportanlage dazu. Das heißt, wir haben sowohl bei der Renovierung und Generalsanierung der großen Eishalle 2016 als auch logischerweise dann beim Neubau der Eishalle B auf LED-Beleuchtung gesetzt. Und in Summe erspart man sich damit rund 80% Stromleistung durch die neuen LED-Lampen. Wie generell im Haus Graz, wo alle möglichen Dachflächen dazu energieeffizient genutzt werden, um Photovoltaik zu ermöglichen, stellt auch die Stadion Liebenau GmbH die Dachfläche der Eishalle B für Photovoltaik zur Verfügung, der Tochter auch im Haus Graz, der Energie Graz. Und dieser Strom wird ins Netz eingespeist und ökologisch und ressourceneffizient verwendet.